Jana fragt, ey, hab ich das schon mal erzählt? Ey, Jana, danke schön. Kuss an der Stelle. Ich glaube, ich habe es aber schon mal erzählt. Ansonsten, Loop, Digga, easy upload, YouTube, hör zu. Jana fragt, was war die dümmste Art und Weise, wie du dich verletzt hast? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber für die, die es noch nicht wissen und für die, die es schon mal gehört haben, trotz alledem immer wieder eine lustige Story. Ich war damals 12 Jahre alt, 12 knackige Jahre alt, habe noch in einem Fußballverein gespielt namens VSV Hedendorf Neukloster. By the way, auch Buxtehude. Wir hatten ein Spiel. Es ging auch um irgendwas, Digga. War das sogar ein Turnier, wo wir den ersten Platz gemacht haben? Auf jeden Fall haben wir ein Spiel beendet, was wir gewonnen haben. Und haben uns alle ein zweites Loch in den Arsch gefreut. Und es war richtig Partystimmung. Die Trainer auch, alle voll am Abgehen. Und alle voll am Party machen. So halt wie Kinder es halt machen. So sich voll gefreut, so umarmt und voll gute Stimmung. Und unsere Umkleidekabine war an der Sporthalle unten im Keller. Wir mussten durch den Keller. Und da weißt du noch, sind wir dann halt in die Wolken, jetzt sind wir zur Umkleidekabine und voll am Party machen und yeah. Und dann weiß ich noch, bin ich die Treppen so komisch gesprungen immer. So, immer mit zwei Füßen. Und irgendwann bin ich gesprungen, bin aufgekommen und mein linker Fuß macht einmal. Und es ging wirklich durchs komplette Rückenmark und ich merke, oh, das tut weh. Hab aber gecheckt, Digga, du, das wäre voll dulli, wenn du dich jetzt hier abmaulst und oder dich hinlegst. Und hier voll auf Schmerzen machst und so. Ich hab dann einfach so getan, als wäre nichts wert, Digga. Voll, oh, Schmerzen gehabt. In der Kabine noch gewesen, so. Oh, Fußballschuhe ausgezogen, Stulpen runter, Socken an, oh, Schuhe an, alles tat weh. Leute, ich bin vom Fußballplatz, musste ich noch ungefähr 3 Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Zu Hause, ich ziehe meine Schuhe, ich sag, Mama, oh, irgendwie tut mein Fuß weh. Ja, zieh ich meinen Schuh aus, meine Socken aus. Digga, der Fuß war blau, komplett blau, alles blau. Ich habe mir mein Dings gebrochen, mein Fuß dann, also mein Fuß habe ich mir, also es war hier alles gebrochen. Es war alles gebrochen, Digga. Und ich noch mit meinen Jungs in der Kabine so mäßig auf gut, so gut die Miene zu bösen Spiel gemacht und so. Mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, Digga, und die ganze Zeit war mein Fuß gebrochen. Kann auch sein, dass er erst angebrochen war und dadurch, dass ich noch Fahrt, dass er dann halt irgendwann richtig durchgebrochen ist. Aber auf jeden Fall, das war schon sehr, sehr creepy. Aber mit 12 Jahren, Digga, ich habe mir auf die Unterlippe gebissen, habe gesagt, du sprengst jetzt hier nicht die gute Laune, alle sind voll am Feiern. Und dann bin ich die ganze Zeit mit einem gebrochenen Fuß abgechillt. Heu leise. Ich sag euch mal, Jana, wir fangen jetzt mal anders an. Weil Chris Stade, das fette Schwein, schon wieder eine große Fresse. Chris, du kriegst jetzt volle Breitseite. Jana, soll ich dir mal sagen, nicht meine dümmste Aktion. Chat, ich erzähle euch jetzt nicht meine dümmste Aktion. Luke, bestes YouTube-Video an der Stelle. Wir reden jetzt mal über meinen Bruder Chris Stade. Jetzt erzähle ich die dümmste Verletzung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Chris Stade und ich damals zusammen Berufsschule, Maler und Lackierer. Chris Stade ist ja auch gefühlt, so, wenn ich jetzt stehen würde, Chris wäre da. So, ich rede so mit ihm. So. Wir haben uns immer gut verstanden, als Pause alle zusammen eine rauchen gegangen und so, haben gechillt und wir hatten damals auch unser Klassenopfer Ricardo, Nachname werde ich jetzt nicht leaken, Ricardo und, Benedikt war der andere, also wir hatten zwei, Benedikt ging so, Ricardo war schon derbe Opfer, aber Benedikt war auch ein komischer Typ. Da war auch klar, dass der nach einem Jahr rausgeschmissen wurde, also Benedikt war auch nicht lange da, glaube ich, Buck. Aber auf jeden Fall, Benedikt hat den Chris wohl ein bisschen geärgert. Wir sind alle wieder zum Klassenraum nach der Pause gegangen, nachdem wir an Rauchen waren. Und die haben sich da so ein bisschen geneckt, so ein bisschen geschubst, hier mal so gegenseitig in den Po getreten und so. Und Chris dann irgendwann hinter Benedikt hinterher. Der Riese, so hinter Benedikt hinterher. Benedikt läuft, weißt du, ich voll gefreut, ich werde vom dicken Riesen gejagt und so. Und Chris hinterher, Digga, bam, 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 bam. Läuft auf ihn zu wie so ein T-Rex. So. Und da weiß ich noch, wir hatten damals, wo es zu unserer Klasse reinging, also in das Gebäude, wo unsere Malerklassen waren, die Tür außen, die musstest du nach außen aufziehen und der Türstopper, jetzt kommt, hört genau zu, der Türstopper war nicht im Boden, der Türstopper hing in der Decke, in der Holzfassade. Das war so eine Art Tunnel, also so überdachter Durchgang, wo es dann überall in die Räume reinging. Und der Türstopper hängt oben in der Decke. Ich weiß noch, Dominik läuft vor, reißt die Tür auf, sprintet rein, reißt die Tür auf, sprintet direkt rein. Und Buck hinterher springt hoch und will in die Tür.
will in die Tür hinten in den Rücken treten, dass die Tür wieder schnell zurück, springt hoch, tritt die Tür weg, steht vor mir und bricht zusammen. Ich denke, Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn jetzt hier ab? Digga, ich eins und eins zusammengesehen, ich sehe die Situation, der dicke Riese ist gerade gesprungen, guckt in die Decke, Türstopper. Chris Stade mit seinen 4,60 Meter springt volle Elle hoch im Lauf, übelst gegen den Türstopper. Digga, alle, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wer es war, alle zu Chris hin, Digga, ey, was ist los und so, aufgeholfen. Wir sitzen in der Klasse, Digga, und irgendwann sage ich, Chris, Bruder, fuck, du blutest. Digga, das Blut, das lief so von seinem Kopf runter. Damals hat er noch Haare gehabt, das hat man nicht gleich gesehen. Das Blut lief von den Haaren ab, der Chris Stade mit Krankenwagen abgeholt worden. Chris. Ich danke dir für den Content, den ich hier gerade liefere. Aber wie blöd muss man eigentlich sein? Chris, sagst du jetzt noch was oder bist raus? Chris? Hallo? Das tat weh, Digga. Das tat weh. Und glaub es mir, es tat auch beim Zugucken weh. Ich rede jetzt aber nicht von hier, sondern einfach, wie blöde muss man sein. Chris, ich trinke auf dich, Digga. Danke. Chris, hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ja, das war eine schöne Zeit, sagt er. Meinst du die Zeit im Krankenwagen oder im Krankenhaus oder meinst du die Zeit damals auf der Berufsschule im Allgemeinen? Leute, Berufsschule, ne, das war die wildeste Zeit. Wir hatten so viele Idioten in der Klasse. Soll ich euch noch was sagen? Soll ich euch mal so ein paar Ausschnitte aus der Berufsschulzeit, so die mir direkt in den Kopf kommen, wenn ich an die Berufsschulzeit denke, mit den Jungs. Und ihr müsst euch überlegen, Maler wirst du nur, du willst nicht Maler werden. Du willst nicht Maler werden. Du wirst nur ein Maler, wenn du nichts anderes findest. Genau wie Heizungsbauer. Nicht Heizungsbauer, sondern Klempner. Berufsschulzeit war Kifferzeit. Toni Marshall ist so. Also, wenn ich an die Berufsschulzeit denke, denke ich an meinen ersten Schultag in der Berufsschule Buxtehude. Als Maler und Lackierer. Pass auf. Ja, damals eine Klasse von 32 Leuten. Jetzt erzähle ich eine nicht so schöne Aktion, die auch eigentlich vom Ding her nicht lustig ist, sondern eigentlich auch mehr so ein bisschen, ja, eigentlich auch traurig. Also für mich war es traurig, Digga. Für mich war es sehr, sehr traurig zu sehen, weil ich hatte mit Opfern, so jetzt in Anführungsstrichen, hatte ich immer sehr viel Mitleid. Unser erster Tag, wir waren 32 Leute. Oder man wird Lagerist. Lagerist ist auch nicht schlecht, ja. Wir saßen in der Klasse mit 32 Leuten, hatten diese Vorstellrunde. Und hinten, ich weiß nicht, Chris, du wirst dich auch erinnern, wir hatten hinten, ich werde jetzt keine Namen sagen, ein Sitzen, Digga, der war ein bisschen merkwürdig. Der ist, der war ein bisschen älter als wir alle. Also der war jetzt, also wie alt war ich? Ich war 19, 20 so. Aber jetzt habe ich ja schon mal, ne? Aber ist ja egal, ihr könnt euch ja ungefähr ausmalen, wie alt ich bin. Der war auf jeden Fall um einiges älter als wir alle. Ich schätze ihn auf Anfang 30 war der. Der war 30 so ungefähr. Ne? Und der Typ, der war ein bisschen merkwürdig, weil wir hatten halt so fliegenden Lehrerwechsel immer von Stunde zu Stunde. Ich glaube, der erste Tag war auch nur 4 Stunden oder so. Und der Typ, wirklich pro Stunde, der musste 2-3 Mal auf Toilette gehen. Und die Lehrer, die waren so, manche Lehrer waren so ein bisschen, ah, okay, ja, dann mach man, so. Ist er dann 2-mal auf Toilette gegangen. Und dann, weißt du noch, hatten wir unsere Frau Kruse. Und Frau Kruse, ich sag euch so, ich habe diese Frau geliebt, weil die war immer lieb zu mir. Und heute noch, wenn wir uns sehen, sie hält immer an und sie sagt, ja, ich habe ja auch gesehen, so, ne, du bist ja jetzt auch da im Internet, da mit dem Montana Black und so gewesen und so. Ich so, ja, läuft alles so, ne? Oder wenn ich irgendwo arbeiten war in Buxtehude, sie fuhr mit dem Fahrrad an mir, immer angehalten, hat immer gefragt, was geht. Ich mochte Frau Kruse zum Beispiel sehr gerne. Und die war nicht geil, Leute, vertraut mir, die war nicht geil. Dann hatten wir Frau Kruse. Frau Kruse war aber eine, die hatte ihre Prinzipien. Und bei Frau Kruse durftest du nicht auf die Toilette während des Unterrichts. Weil sie hat auch gesagt, ihr geht auf Toilette und ihr stinkt prinzipiell nach Zigarette oder nach Kiffe oder nach Alkohol. Frau Kruse hat uns prinzipiell nicht auf die Toilette gelassen. Und der Kollege, von dem ich eben erzählt habe, von dem Älteren, der auch die Stunde wirklich mindestens einmal bis zweimal auf Toilette gegangen ist, hat dann irgendwann auch wieder, darf ich mal eben auf Toilette? Und sie, nee. Er sitzt da, ich muss aber einmal auf die Toilette. Ich müsste jetzt mal auf die Toilette. Und sie sagt, ja, kannst du machen, wenn Pause ist. Und diskutieren da hin und her. Ich weiß, der Typ hat irgendwann seine Sachen genommen und ist gegangen. Alle gucken sich komisch an. Ich saß ein bisschen weiter weg von ihm. Ich habe es nicht so mitbekommen. Alle gucken sich voll entsetzt an und so. Er nimmt seine Sachen und geht einfach. Hat auch nichts mehr gesagt, ist einfach gegangen. Pause dann, oder wo es dann zur Pause geläutet hat, komme ich dann da, also gehe ich an seinen Platz vorbei. Alles nass. Also es war wirklich, Stuhl, Boden war nass. Und die Jungs sagten mir dann, Digga, der hat sich voll eingepisst. Der hat sich komplett eingepisst. Leute, soll ich euch was sagen? Nach dem ersten Tag, er ist nie wieder gekommen. Er war nie wieder da. Ich habe ihn einmal, nur für diese 3 Stunden, die wir da waren, war er da so und ihm war das wahrscheinlich so peinlich. Leute, der hat seine Ausbildung aufgegeben. Er hat seine Ausbildung aufgegeben, weil er sich die Blöße nicht geben wollte, uns nochmal allen über den Weg zu laufen.
Und ich sage euch ehrlich, das tat mir mega leid. Mega. Ich schwöre es euch. Ich konnte nicht lachen, habe auch kein dummes Wort darüber verloren. Ich erzähle das euch gerade so. Also mir tut sowas leid. Und ich habe es aber auch nicht verstanden. Ich habe so gesagt, warum ist er denn nicht einfach aufgestanden und ist gegangen? Das war schon sehr, sehr wild. Und das tat mir, wie gesagt, also das tat mir sehr, sehr leid.